Willkommen bei Yvonne Hutenhaus und ich habe einmal von Too Good To Go eine Husseltüte für euch. Too Good To Go ist eine Möglichkeit für euch in eurer Region zu sparen und für das Unternehmen eine Möglichkeit, Sachen nicht wegzuschmeißen, wenn die MHDs ablaufen. Wenn die Lebensmittel bei Bäckereien zum Beispiel abends eben entsorgt werden, könnt ihr die eventuell für kleines Geld, schmales Geld mitnehmen. Es ist eine lohnenswerte Sache und eine schöne, nachhaltige Sache. Das Tolle ist, dass ihr das hier in so einer richtig schönen Husseltüte bekommt. Habt, schaut mal hier, dieser Deal hat gekostet 10 Euro, wert ist 30 Euro und ich mag sowas. Ich mag auch Husse, ich kaufe selber zwischendurch auch bei Husse. Das ist jetzt Husse Forum Mülheim und ich bin gespannt, was ihr zu dieser Tasche sagt. Ihr könnt es ja gerne mal drunter schreiben, ob ihr die gut findet. Ich weiß immer, dass diese Too Good To Go Sachen hier auf meinem Kanal nicht so gut laufen. Trotzdem finde ich es sehenswert und ich finde auch eben nicht jede Sache muss ich teilen, also so Bäckertüten und so. Aber wenn es so besondere Sachen sind wie Starbucks, wie Husse oder andere Unternehmen, denke ich immer so, ja komm, das kannst du zeigen. Das erste, was wir hier haben, ist dieses hier. Schaut mal, wie süß ist das. Und zwar ist das mit einem kurzen MHD eben ein Artikel. Ich weiß gar nicht, wie lange sich das hält. Meistens so noch einen halben Monat, hatte ich gesehen auf den MHDs. Ich guck mal kurz. Und die haben hier auch das Preisschildchen oder das Sales weggemacht. Und ihr seht das hier hinten ist ein Riss, was sie dann natürlich so zum normalen Preis auch nicht verkaufen könnten. Ich suche noch mal kurz das da. Am 16.08.23. Okay. Trotzdem ist das eine total niedliche Sache. Also wer so ein bisschen auf Relax und Entspannung und so ein bisschen angehaucht ist, der freut sich. Oder wer Buddhas damit, der findet das auch ganz toll. Ich weiß die Preise nicht auswendig. Aber das ist ein wirklich brauchbares Produkt. Das nächste ist der absolute Oberknall. Es trifft tatsächlich, glaube ich, viele Leute und viel von vielen der Geschmack. Das ist so mit Pferdchen, also so richtig ein Pferd und so ein Hufeisen und eine Reitermütze. Auch das hält sich wieder bis zum 25.08. Das heißt, noch ein paar Wochen hält sich das. Das ist für Kinder, für Mädels, für Frauen, die gerne reiten gehen und so. Eine kleine Aufmerksamkeit zwischendurch finde ich ganz toll und es hält sich ja eben. Es ist ja nicht abgelaufen, dass ihr sagt so, wenn ich das jetzt zum Beispiel, ich habe so eine kleine süße Maus in der Familie, die hat bald eine Einschulung und ich habe gedacht, das packe ich hier noch on top oben drauf, weil sie total reitbegeistert ist. Und Schokolade kennst du auch nach dem MHD. Das heißt ja nur mindestens haltbar bis. Da vertut man sich auch oft, dass man sagt, ja guck mal, ist nur bis dann und dann haltbar. Aber Leute, ganz ehrlich, was soll der Schokolade passieren? Wenn ihr es einigermaßen normal zur Seite legt, passiert da nichts. Dann haben wir von Akko eine Premium-Trinkschokolade in der Sorte Karamell. Absoluter Mega-Hammer. Ich habe die gerade eben hier nämlich probiert und habe gedacht, bevor ich dieses Video hier mache, dann werde ich erstmal das trinken und das ist richtig, richtig lecker. Also ich mag normalerweise Trinkschokoladen nicht, weil sie mir zu süß sind. Sie sind mir einfach zu zuckerlastig. Und das ist jetzt zwar Typ Karamell, aber noch immer schön kräftig schokoladig. Rustikaler Geschmack, intensiver Geschmack. Schmeckt sehr lecker. Die haben eben auch so andere. Die hatten auch bei der letzten Tüte zum Beispiel, das war ja so eine Ostertüte, und so ein Osterhasen von Lindt dabei. Also sie arbeiten mit verschiedenen Firmen zusammen und deswegen finde ich das absolut mega. Das alleine hat mit Sicherheit schon einen Wert von 20, 23 Euro. Ich weiß es nicht auswendig, Leute. Ich gucke da jetzt auch nicht nach. Was ich total mega finde, ist das hier. Und zwar ist das ein Halloween-Kürbis. Den habe ich zweimal drin gehabt, aber einer ist schon in meinem Bauch verschwunden. Ich weiß auch nicht, wieso. Haltbar bis zum 28.08.23. Ich weiß auch nicht, wie lange normalerweise bei Husse die Sachen an sich halten. Ne? Aber die haben überall die Preise abgemacht. Finde ich total schade, weil dann könnte ich ja auch noch einen Preis dazu sagen. Ne? Trotzdem, der ist auch sehr, sehr lecker. Schöne Vollmilchschokolade und dann gefärbte Schokolade schmeckt. Was ich total süß auch finde. Und das finde ich etwas, das kannst du so schön verschenken. Es ist eine Kleinigkeit und es ist eine kleine Anerkennung an Freunde, Bekannte oder jemanden, den man lieb hat. Schoko-Umarmung für dich. Wie süß ist das denn bitte? Das mag ich total gerne. Es ist von der Firma Steinbeck. Ich habe ja gesagt, die arbeiten mit verschiedenen Firmen zusammen. 8.23 MHD könnt ihr also wunderbar noch essen, wobei Steinbeck ja damals diese Mäuse oder was hatte. Nicht die Dede-Mäuse, meine ich, diese Steinbeck-Mäuse. Und da so ein Motiv noch drauf, hätte ich auch total cool gefunden. Aber egal. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit dabei. Und zwar
Beste Oma, da fehlt noch der Welt. Auch wieder von der Firma Steinbeck. 8er23, wieder MHD, passt absolut. Ich finde das toll. Und das ist ja alles für 10 Euro gewesen. Ne? Und dazu noch on top, eigentlich nicht in der Tüte dabei gewesen, einfach gratis nochmal on top dazu. Und zwar haben wir hier so eine Art Likör, Avarena. Sagt mir überhaupt nichts, habe ich noch nie gehört. Hat aber richtig, richtig, richtig heftig importiert, ne? 29%. Also das ist schon ein heftiger. Aber ich muss mal googeln, ob es dazu vielleicht so geile Cocktails gibt. Dann würde ich da vielleicht mal ein Cocktail rausprobieren. Die hatte nämlich ganz, 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 ganz viele dieser Fläschchen da stehen. Finde ich top, weil eben noch on top um drei drauf. Also das zweimal nicht vertun. Das war nicht nur einmal. Zweimal diese hier und natürlich noch zweimal das hier dabei. Ich denke, der Wert von circa 30 Euro ist erreicht. Die Tüte gibt es ja auch noch immer gratis. Und ich finde es schön, wenn ich Sachen abhole und Tüten sind dabei. Aber bei Bäckertüten habe ich das Gefühl, dass oft die Brote nicht geschnitten sind. Das finde ich schade, weil ich es immer gerne lieber geschnitten hätte. Gestern hatte ich eine vom Bäckerei Bäcker, aber die war richtig schön gefüllt mit frischem Brötchen. Die konnte ich dann um 13:30 Uhr bis 14 Uhr abholen und das war total mega. Das war richtig, richtig gut. Die war so lecker und dabei war so ein riesiges Graubrot. Ne? Ja, Bäcker ist ja sowieso meins. Pralinen ist tatsächlich auch meins. Schokolade und Pralinen, ich habe es gelernt. Ich bin Konditorei-Fachverkäuferin mit Kuvertüre und Co. Und deswegen, ich würde auch immer wieder sowas wie Husseltüten und so kaufen, auch wenn es vielleicht für den Kanal hier immer so ein bisschen untergeht, meine Too Good To Go's. Aber ich liebe es. Ich liebe es. Ich finde es mega. Sagt Dankeschön fürs Zuschauen. Es wird heute viel, viel mehr Videos gedreht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.